Heute erkläre ich euch, wie man mit dem Originalwerkzeug die Winkelhebel vollflächig zur Nockenwelle einstellt. Diese habe ich schon eingestellt. Das liegt vollflächig auf der Nockenwelle. Da gibt es keinen Luftspalt. Und jetzt nehme ich die andere Version. Den da. Da sieht man, dass auf einer Seite, das würde sich einlaufen, die Nockenwelle. Die linke Seite würde abgenutzt sein und das ist nicht gut. Das gehört vollflächig. Sieht man das, wenn man das jetzt durchdreht? Und jetzt gehen wir her und dann mal das mit dem Originalwerkzeug bearbeiten. Schauen wir mal, ob ich das geschafft habe oder auch nicht. Wie es jetzt aufliegt. Ist fast zu viel gewesen, oder? Man haucht zu. Man haucht. Ganz, ganz wenig. Das war wieder. Na, da muss ich nochmal in die andere Richtung. Also mit dem Originalwerkzeug einfach hinbiegen, dass es vollflächig auf der Nockenwelle aufliegt und nicht punktuell. Weil sonst ist der Winkelhebel schnell kaputt und die Nockenwelle eingelaufen. Das Gleiche kann man natürlich dann auf der anderen Seite Ölpumpe, Nockenwellenlager einspannen und schon hat man die Winkelhebel eingestellt, dass es vollflächig aufliegt und dann wird der Motor auch lange laufen. Das war's.